Moin, moin und einen wunderschönen guten Tag. Es ist Mittwoch, der 25.05., 21.08 Uhr. Eine Vorproduktion, die ihr wahrscheinlich am Samstag seht. Ja, kriegen wir heute unser Auto? Das ist heute die Frage. Viel Spaß mit eurem Robin TV. Wenn hier wieder zig Autos aufploppen, das kennen wir ja schon. So. Markieren wir uns schon mal die 200. Während unsere grüne Rennmaschine rausparken. Guten Abend. Ein neues Spielzeug. Schon wieder Motorrad rum. In der Hoffnung, dass jetzt einer beim PDM da ist. Also irgendwie verflucht mich das immer. Jetzt warten wir mal eben, ob eine Nachricht kommt. Oder ist heute eine Veranstaltung, von der ich nichts weiß? Wir erstmal noch mal nach Bennys hoch.
arbeitest du hier? Erstmal. Eigentlich schon. Wo ist die Garage auf einmal hin? Die war doch hier draußen. Doch, die ist noch da. Der LKW? Ich stehe jetzt genau auf dem Punkt. Ja. Sie stehen direkt drauf. Hi, Hübscher. Na, alles gut? Hier? Ja, muss. Ja, ich war vorhin schon ein paar Stunden im Dienst und wollte eigentlich nur mein Auto bei PDM abholen, aber irgendwie ist da heute keiner. Keiner? Nee. Wie das denn? Ich habe keine Ahnung, was da heute los ist beim PDM. Nee. Ja, weil Jimmy sagte, ich soll mal gegen 8:45 wiederkommen. Ja. Aber... weiß nicht, das ist heute Hexenwerk. Ich hab's heute. Ich geb den jetzt noch eine Chance und dann. Mal gucken. Aber eigentlich kenne ich nicht, dass PDM nicht da ist. Ja, kann ich verstehen. Oh, ich glaube, das Auto hat keine Tür. Moin! Einmal Tür, oder? Mich, dass du so denkst. Hast du dein Auto gefunden? Jetzt aber los. Ja, hallo, wo willst du hin? Ich habe dir auch vom Tag der offenen Tür erzählt, das gehe ich jetzt an, das Projekt. Ernsthaft? Ja, gut. Also ich fahre jetzt nochmal schnell hoch. Das kann doch nicht sein, dass da keiner da ist. Wir hatten jetzt spontan Serverneustart um 21 Uhr. Kann natürlich auch sein. Dass sie erstmal die Sonnenwende abwarten mussten. Die spontane. Ich gebe die Hoffnung heute nicht auf. Moin. Moin. Hallo? Hi. Ja, geile Karre, ey. Nicht schlecht, ey. Wow. Danke, danke. Ist das der Chaburek oder was? Jep. Wo hast denn den her? Den hab ich schon Ewigkeiten. Ich bin ja schon seit ein paar Monaten auf der Insel. Oha, wo hast du den gekauft? Wo gab's denn den damals? Wie heißt der? Gebrauchthändler. Gebrauchthändler, geil. Ich hab den mal für 10.000 gekauft. 10.000 für die Dreckskarre? Ja, der... Oder war die schon getunt dann? Nee, die war ungetunt, aber... 10.000? Ich hatte da genug Geld übrig. Mein Gott, du bist aber reich wahrscheinlich, oder? Ja, ich warte eigentlich nur, bis die mal hier endlich offen machen. Ich warte eigentlich. Wann willst du dir denn holen, mein Junge? Ja, ich habe ein Buffalo bezahlt. Boah, ein Buffalo S oder ein STX? S. Ja, auch geiles Stück, ne? Ganz entspannt. Ja, ich habe halt das Problem... Ich war vorhin schon um 17 Uhr schon mal da, um 18 Uhr, dann sagte der Chef, wo ich ja arbeite bei Benny's, komm mal gegen 21 Uhr, 21:20 Uhr wieder.
Bei Bennys arbeitest du, ihr habt auch die Buffalos als Ja, ja, Leiter, klar. Oder? Aber ich will trotzdem einen privaten haben. Nee. Doch. Da bestellst du gleich noch zwei, drei dazu, die sind geil, die Dinger, du. Ja, ich will. Also ich habe auch überlegt, ob ich mir einen hole, aber da muss ich noch einen sparen, du. Kostet nur. Wir zahlen ja nur 43.050. Ach, ihr kriegt da Rabatt auch noch, oder wie? Klar, die kriegen ja auch bei uns Rabatt. Ach so. Partnerschaft. Ja, was meinst du, was ist so ein Dilettante wert, wenn man den eintauscht? Ja, wenn ich da nochmal 5 rauskriegst, sag ich mal. Okay, ist gekauft. Nee, alles gut. Nein, nein, nein. Ich hab genug Autos. Bist du echt so ein Autosammler, oder? Ja, ich hab mal alles durchgewechselt. Ich hatte mal einen großen Everwind, die gibt's nicht mehr. Welchen, welchen? Everwind, die gibt's nicht mehr. Everon. Ja, doch, die gibt's noch. Gibt's noch? Ja, ja, beim AMB. Ja. Ja, die sind aber auch geil auf jeden Fall. Ja, und ich wollte eigentlich nur mein Auto abholen und jetzt habe ich den 6. Anlauf gestartet. Mhm, aber guck mal, der da drinnen finde ich auch geil. Guck mal, ja, du kommst ja eh nicht rein. Oder arbeitest du hier? Nee. Ja, deswegen kommst du ja nicht rein. Das ist ja auch mein Problem, was ich habe. Guck dir mal die Kiste hier an. Die ist doch geil. Ich weiß, aber kann ich mir nicht leisten. Weißt du, wie der heißt? Boah, gute Frage. Also der ganz vorne meine ich jetzt, der rote. Ich habe keine Ahnung. Boah, der ist aber echt sexy, ey. Mein Gott. Die sind alle echt schön. Boah, aber der Spoiler, ey, auch geil. Da werde ich mir auf meinem Buffalo S auch machen. Echt? Geht das? Ja, wahrscheinlich schon. Ja, ich rufe mal eben Emma an. Ja, ich habe nämlich schon öfters Dispatch gesendet über Handy. Da antwortet keiner. Nee, die hat mir vorhin auch eine SMS hergedonnert. Okay. Dass sie nach der Sonnenwende auch da wäre. Nach welcher Sonnenwende? Reden wir von der Sonnenwende heute oder morgen? Nee, von der jetzt gerade erst. Ah, okay. Ach, dann ist doch gut. Kann ich nämlich das Auto direkt mitnehmen? Ja. Ja, ja. Nee, das ist noch nicht da. Ne, ich weiß schon. Das kommt dann. Ich beeil mich. Ach, du bist der Implantär? Ja, genau. Okay, ja. Weißt du ungefähr, wie lange es dauert ungefähr, nur heute? Oder kann man das nicht sagen, wann der Ecke, wann die das Schiff angelegt? Das Schiff ist schon da, aber Emma muss jetzt kommen, dann muss sie zahlen und dann muss ich noch meine Spedition beauftragen. Okay. Und je nachdem. Kann ich mein Auto direkt vom Hafen selbst fahren? Nee, das geht nicht. Schade. Darf ich denn mitkommen? Eigentlich auch ungern. Dann haben sie sofort Mechaniker, falls ein Auto vom Trailer fällt. Ja, sie können gern da sein, wenn der das hier abliefert. Da fällt tatsächlich ab und zu mal was runter. Also wenn der Spediteur das hier abliefert, aber der Spediteur geht gerade leider nicht dran. Im Notfall muss ich das auch fahren. Ist der Hime? Ja, der Hime. Naja, ah, der Hime. Ja, super. Okay, alles klar. Super. Ah, der Hime was natürlich. Hast du mit dem? Ah. Was ist mit dem Hime? Der sitzt in seinem LKW und kriegt den Motor nie an. Oder der steht schon am Hafen und weiß nichts von seinem Glück. Der Junge. Geht nicht ran heute, keiner. Oder geht das Handy nicht? Komisch. Mal hier Sturm klingeln bei allen. Kennst du jemanden von Motorhub? Nö. Ja. Schade. Dann rufe ich einfach mal alle durch. Jetzt ist Achim wieder da. Mein Gott, keine Sau ist mehr da. Ja, ich kenne das. Ach Larry, du bist da. Ich wollte jetzt nur kurz gucken, ob mein Handy noch funktioniert, aber weil niemand rangeht, aber anscheinend ja. Ich danke dir, mein Lieber, gell? Ja, schönen Abend noch, ja? Frohes Schaffen. Alle nicht da, ne? Scheiße, ey. Joa. Da schluchzt's. Ah, ruhig an. Ja. Ruhig an. Ruhig. Ja. Nee, beim AMB musst du mal reinschauen.
eine AMB, aber die mag ich irgendwie nicht so, also das Auto hast du. Ja, ich hatte da einen Evergreen gekauft, aber habe ich schon nicht mehr, den habe ich weiter gekauft. Echt? Okay. Ja, ich bin ja schon ein bisschen länger hier auf der Insel. Ja, ja, ich auch. Oh mein Gott. Ach, Herrgott. Da will man arbeiten und kann nicht, oder? Mhm. Das kenne ich, da werde ich auch immer nervös, aber ich hatte heute Vormittag schon 1,5 Stunden, vorhin schon 2 Stunden. Ich warte jetzt eigentlich nur, dass ich mein Auto habe, dann kommt hier die Pommesrutsche drauf und dann war's das für heute. Ui. Kostet ja, glaube ich, nur 2,5. Meine ich zumindest. Und dann kommt natürlich die LKW-Hupe rein. Bei Map. Um Gottes Willen. Habe ich in der auch die LKW-Hupe? Ja, zu dem passt es auch. Letztens stand ich am Würfelplatz, hab gehupt, die sind alle zur Seite gesprungen. Die waren nicht drauf vorbereitet. Ja, verständlich, ne? Passiert. Schön. Wer sind Sie überhaupt? Simon Krämer bin ich. Wer sind Sie überhaupt? Ah, ich bin der Herr von Sauerstein. Eigentlich sollte man mich kennen. Der Herr von Sauerstein, eigentlich sollte ich Sie kennen. Also, eigentlich kennt die ganze Insel mich. Verständlich, ne? Naja. Achso, Sie kennen mich, okay, gut. Nee, ich kenne Sie nicht. Aber wenigstens, also einer, der mich, wenigstens einer, der mich nicht kennt. Ja, das ist doch auch mal schön. Ja. Das ist doch schön. Ja. Warten wir mal auf die Chefin. Denke mal, dann dauert es 1/2 Stunde, bis der LKW hier ist und dann. Ja, genau. Wenn der hier nicht rangeht, dann mache ich das halt. Bin ich eh viel schneller und dann machen wir das schnell. Ich wollte gerade sagen, da kommt zur Anker laufen, aber die Dame mit dem Kaffee, aber das ist sie nicht. Schade. Die kommt wahrscheinlich wieder mit ihrem Motorrad. Mit dem Motorradl? Ich weiß nicht, ob das ihr das letzte war, wo sie da drauf saß. Oh, ich spack aber schief. Darf ich so stehen bleiben? Ja, ja. Wenn ich nicht arbeite, drehe ich durch. Ich arbeite auch nicht, ich drehe auch durch. Ach, das passt schon. Guck, der Krankenwagen kommt auch schon. Perfekt. Ja, besser ist. Hast du einen bestellt für dich? Ich habe noch einen Krankenwagen. 2, glaube ich sogar. Du wirst den nicht los? Nee, ich glaube auch nicht, dass ich den verkaufen darf. Achso, ja. Ich würde den sofort nehmen und Partyboot rausmachen. Also so ein Partybus rausmachen. Zur Party, zur Party. Ja. Ja, ich habe auch gedacht, die beiden anderen Leute, die hier noch arbeiten, die beiden Praktikanten oder was es sind, Auszubildende, dass die auch da sind, aber. Warte. Niemand da, wenn man es immer braucht, ne? Ja, ich habe eigentlich gedacht, da ist einen ganzen Nachmittag jemand hier, aber irgendwie ist heute ganz ruhig. Nee, sie hat auch vorher noch geschrieben, dass sie dann da sei, aber. Looks like that's not true, right? Yes, man. Ja, die Frau sagt's genau. They were sleeping together? Yes, you can sleep with me. Of course not. Nein, lieber nicht. Heute nicht. Ja, heute nicht. Mein Gott. Nicht aufregen, ich warte schon seit 17 Uhr. Ach. Das ist ja noch schlimmer, ey. Mein Gott. Zwischendurch war ich der Hime geht auch nicht ran. Der Hime ist die wichtigste Person heute. Ja, der hat auch noch was bestellt, der war schon gestern nicht da. Achso, Hime hat auch was bestellt und will das Auto selber nicht abholen. Schön. Ich glaube, da kommt ein schönes Auto. Schade. Nein,
Eigentlich, je nachdem, mit welchem Auto sie kommt, erkennt man sie eigentlich. Also mir hat sie nicht mal zurückgeschrieben, PDM. Ich weiß nicht. Sich mal angeschrieben. Deswegen lösche ich jetzt die Nachrichten. Liest sie wahrscheinlich eh nicht. Und mit dem Kart donnern sie da auch noch rum. Unglaublich, wirklich. Ist doch verboten. Das ist strengstens verboten. Sollen sie bei der Kartbahn ausparken? Dafür ist sie doch gemacht worden. Ist da eine Kartbahn da unten offiziell oder was? Ja, ich weiß es nicht, ob die offiziell ist, aber es müsste eine Kartbahn sein. Unten am Hafen. Ich fahre auch immer normal mit normalen Autos. Ja, ich bin heute Mittag auch mit einem vom AMB da lang gefahren, mit dem Großen. Ja. Richtig so. Ja, schön einmal geguckt. Ich fahre so viele schöne Autos lang. Man denkt jedes Mal, das sind nicht die Ureinwohner. Aber teilweise haben die Ureinwohner schönere Autos als wir. Ach Quatsch. Also den kannst du gerne kaufen. 15.000 steht da drin. 15? Yep. Also für 8 würde ich nehmen, aber wirklich maximal. Ich hatte letztens einen, der wollte mir 20 geben. 20.000. Komm, du. Für 8 nehme ich ihn. Sofort. Das war 1 zu 1. Ja. Ist getuned. 10 muss ich mindestens haben. Nee, sonst... machen wir 8. Ich habe hier auch gerade eine gute Nachricht für dich, und zwar die Emma hat mir gerade eine E-Mail geschrieben. Hallo Simon, mein Lieber, ich bin gerade in meinem Apartment noch was essen und bin dann da. Liebe Grüße. Hey. Ja, für 8 gibst du mir, oder? Den kann ich nicht machen, dann würde ich die ganze... Gucken die an. Also, ja. Die Carbonhaube ist schon alleine 2 wert. Darf ich mal Probefahrt machen? Können wir gerne machen. Aber also, dann fahre ich. Wenn du jetzt mal guckst, die Haube, die ist echt Carbon, deswegen, also... Das ist echtes Carbon. Das ist echtes Carbon, deswegen. Das glaube ich dir nicht. Bin ich mal gespannt. Ich drehe jetzt mal den Schlüssel um. Nicht erschrecken. Also die gelbe Unterbodenbeleuchtung muss ich halt rausmachen, ich muss die Farbe neu machen. Ja, das ist... Was ist da los? Ist das irgendwie so ein vorprogrammierter Modus? Wie mache ich das aus? Was? Das ist die Motorhaube? Ja. Ah, okay. So. Das Auto ist einfach nur dreckig, ich muss mal einmal drüber putzen. Ja, das kannst du dann mal noch machen davor, wenn du schon Mechaniker bist. Achso, ich komm selber nicht raus. Achso, ja, dann mach mal das noch schnell. Ist schon ein Biest, ne? Ja, das wird gleich noch biestiger, wenn's geputzt ist. Ich bin heute übers Gelände geheizt, deswegen. Geil, ne? Aha. Mein Gott, ein Biest. Ja, kann man machen, oder? Kann man machen, finde ich, ja. Oi. Man muss ein bisschen aufpassen, der ist getuned. Ja, ich pass schon auf. Geh jetzt aber mal Vollgas. Wieso passiert jetzt nichts? Ich muss Gang noch reinmachen, ne? Yep. Moment. Ah. So. Ich glaube, ich habe auch noch nicht vom Motor alle Einbaustufen drin. Also ist doch nicht getuned. Ja doch, mehr oder weniger schon. Also leicht. So leicht. Ja, das war so ein bisschen ein Übergangsfahrzeug. Mhm. Ich stehe voll drauf jetzt gerade. Ich meine, der schafft 160, 170, 180. 260? 160, 180. So, ist ja nix. Aber doch, ich finde, für den Schiborek ist es doch schon viel. Ja, so fahre ich gerne durch die... Der hält sogar an. Willst du ein Rennen oder was? Ja, komm. Auf Hupe geht's los, du hupst. Schatzi, wir hupen dreimal. Ja, dann let's go. Also nochmal jetzt. Scheiße, ey. Ja, der kommt halt nicht aus dem Pötte. Ja, und ich wollte den gerade kaufen jetzt.
Scheißkarre, ey. Welche denn? Ja, wenn du da fährst? Das Teil, was ich gerade fahre hier, ist eine Probefahrt gerade. Ist ja übel scheiße. Ja. Warum kauft man sich auch sowas? Ah, Gott. Ich danke euch, Jungs, gell? Ich nehme euch mal die Vorfahrt. Geile Tür, ey. Ja, deswegen, so. Das war nur über Übungsfahrzeug, deswegen will ich ja ein Buffalo. Guck mal. Driften geht. Moment. Ja, aber wenn er kommt, dann kommt er richtig, ne? Ja, man muss so mit Gefühl. Also irgendwann will er. So, ich geh jetzt einfach mal Vollgas. Jetzt schauen wir mal, wie schnell das Ding fährt. 130. Oh. Menschenskinder. 120. Ja. 130. 140. 150. 180. Ne, 150. Ja, ist schon sehr langsam, ne? Ja, es ist langsam, aber ich weiß nicht, wenn er volltuned ist, geht bestimmt was. Ja, wahrscheinlich stecke ich da noch Geld rein, wenn du mir den schon so teuer nur verkaufst. Ja, ich muss mal gucken. Ich hatte das Angebot mit 20k, den Typen hätte ich gerne wieder getroffen. Ich hätte sofort machen sollen. Ich hab's nicht ernst gemeint. Wieso steht hier ein Motorrad? Stand vorhin schon. Der Panto, warum steht der da? Warum liegt hier Stroh? Komisch. Ja. Guck mal da, Digga. Muss man eben noch Geld abheben. Kannst du aus der Tür, aus dem Fenster. Geht echt? So, dann heben wir hier nochmal was ab. Tschüss. Ey! Komm rein! Sag mal! Ich habe noch Aktien hier. Hätte ich machen können, aber nein, tun wir nicht. Nein, tun wir nicht. Sag mal so, hier rechts hätte der Taxi-Rebogen gestanden. Zur Party, zur Party. Stopp mal, ich muss, jetzt verfahre ich mich auch noch. Ich meine Freundin an und sie fragt, was geht. Ja, hätte ich mich gerade fast... Auch ein bisschen, ne? Ja, ein bisschen gehen noch. Mal drüber schauen, dann, bevor du mir den übergibst. Vorsicht, nicht so tief, Vorsicht. Vorsicht, da ist ein Blitzer, oder? Vorsicht. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Vorsicht. Steh doch. Nicht schlecht. Achso, ich sollte mich auch abschnallen. Ja, ist schon ein Biest. Nicht schlecht. Ich sag mal so, das Auto gibt's auch nicht mehr. Das ist ja das Ding. Ja, das kann man dann wieder reinbringen, ne? Ja. Stehst ja vorm Experten da. Ich weiß schon. Ich finde nicht schlecht. Ich sag mal so, man kann den wahrscheinlich auch voll tunen und dann ist er wahrscheinlich wirklich ein Biest. Ja. Nee, also mehr als 8 kann ich dir jetzt leider nicht bieten dafür. Ja, ich weiß, du musst ihn auch weiterverkaufen können. Mhm. Alles gut. Ich weiß, das kostet auch alles wieder zurückzubauen, ich weiß schon. Genau. Ich hol gleich erstmal meinen Buffalo ab. Jetzt hol ich schon mal ab, das Gerät. Und dann kannst du. Wenn der Hime da ist. Wenn er dann auch mal kommen würde, ne? Der Knecht. Wir warten am PIM auf ich muss Sauerstein. Wunderbar. Ist heute ganz schön windig, kann das sein? Nee.
Ja, da oben, die fahren die Wehen ganz schön. Ja, das ist immer so, ne? Weil nachts ist es ja eh kälter als draußen meistens, deswegen ist das so ein Effekt, der dann auch auf diese Fahnen überspringt. Ne, ist ja ein physikalisches Phänomen. Ja, sie auch. Also nachts ist es halt kälter als draußen, weißt du. Ja, ich weiß schon, ich weiß schon. So. Das BC ist BC noch bei Sherrins. Ah, schön. Aber interessiert mich nicht, ich bin bei Bennys. Na, dann meld sie jetzt mal, komm. Rein da. Ich war schon. So Leute wie dich, die brauchen wir da. Ich war schon bei den Marshalls, also, ne. Ach, daher kenne ich dich, glaube ich, sogar. Kann sogar echt gut sein, dass ich dich da schon mal gesehen habe. Ja. Nee, ich war mal beim PD. So, wahrscheinlich hast du mich sogar in den Knast gebracht. Das kann schon sein, ja. Habt ihr da immer Übungen gemacht, gell? Ja, also bei den Marshalls haben wir Übungen gemacht und als Gefangener war ich im Knast. Ja, genau. Genau. Die Marshalls haben auch immer im Knast Übungen gemacht. Die musste ich dann immer reinlassen. Ich weiß. Auch was. Ich durfte auch einmal kommandieren. Ah, schon schön. Ja, genau. Ja, warum bist du denn immer bei die Knechte? Nö, muss ich nicht mehr haben. Warum? Oh, DJ sucht mal. Wir werden ja, da sehe ich die auch. Da war ich auch schon. Du hast ja alles schon durch. Ich habe quasi fast alles durch. Ja, dann geh da wieder hin. Nee, ich bin doch maßlos überfordert. Ach. Bennys bringt Geld. Bennys. Oder du stellst mich ein. Ich bin eigentlich als LKW-Fahrer auf die Insel gekommen. So. Ja, bin dann doch irgendwo übergelandet. Ja, merkst du was? Ja. Bin auf der falschen Insel gelandet. Ich wollte eigentlich auf die Nachbarinsel. Ach so. Ime ist nicht da. Also ich, der Ime antwortet auch nicht. Was willst du denn bei Ime? Ne? Was willst du denn bei dem? Oh. Gesundheit. Na, er kennt mich ja persönlich, also daher. Persönlich, okay. Krass. Kennst du jemanden von dem Gebrauchtwagenhändler von Muslis? Das sind ja auch die Leute vom LSC. Also ich kannte früher die früheren Besitzer von Muslis. Ja, die kann ich auch. Den, ja, ich hab seinen Namen vergessen. Nee, nicht Nick Carter, Geister. Ja, das ist eine gute Frage. Nee, ich kannte, glaube ich, den dann vor dem jetzigen war einer und davor war noch mal einer und den kannte ich. Okay. Aber ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Der hatte so einen großen, einen richtigen voluminösen Bart. Okay. Ja. Nee, also bei dem Gebrauchtwagenhändler würde ich schon auch ganz gerne mal reinschauen, ne? Ja. Anwaltskanzlei brauche ich auch nicht. Holen. Ja. Ja, wenn es so weitergeht. Na, stimmen wir um Mitternacht so weiter. Ja. Dann sag mal so, dann hole ich mein Auto erst Sonntag ab. Ja, dann können wir es noch in den Showroom stellen, auch nicht schlecht. Ja. Bezahlt ist es ja schon. Ja, aber warum hast du dir den Buffalo geholt? Das verstehe ich nicht. Man muss nicht alles verstehen. Viel geiler. Ich hätte letztens einen Porsche Cabrio bekommen können für 550.000. Klingt sehr teuer. Nee, das war. Nee, 450 meine ich. So richtig geil mit Farbe. Mit Drop Top? Also richtig fettes Ding. Okay. Hat mir nicht so gefallen. Hagebutne. Hagebutne.
Weißt du, wie viele Fahrzeuge du heute auf dem Trailer hast? Wahrscheinlich voll, oder? Einige. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Boden, gegen Musik bin ich allergisch. Warum das denn? Geh weg mit dem Ding. Warum? Geh weg, bitte. Warum sonst muss ich gewalttätig werden. Hagebuttene. Okay. Keiner da. Wo sind die denn alle? Fahren wir halt mal wieder zurück. Ich glaube, das wird heute nichts mehr. Der Kollege ist ja auch weg.
Ja, meine Freunde von Robin TV. Ihr habt gehört. Die Kollegin will ja gleich kommen. Bei Ammunition sind wieder Schießübungen. Hier stehen heute auch keine Gebrauchtautos. Jo. Das ist natürlich die Frage. Schauen wir noch mal eben schnell bei Ammunition rein. Okay, ist keiner da. Schade. Bisschen Schattenboxen hier. Ja. Die Emma. Man weiß halt nicht, wer wann wo. Alles schon interessant. Muss erst hier lang fahren, Geld bezahlen und dann muss halt der Himmel auch noch kommen. Mit seinem riesen LKW. Das ist gerade das Problem, was ich habe.
sehr brav angehalten. Ja. Jetzt ist natürlich die Überlegung, was machen wir? Lassen wir den Sauerstein ins Apartment gehen, schlafen. Wir kriegen unser Auto erst Sonntag oder Montag. Oder warten wir wirklich ab, weil wir sind jetzt schon wieder bei 46 Minuten. Schön mit der Sonne. Fahre ich erst noch mal nach oben. Ja, ich wollte mal einmal nach oben fahren. Und Abfahrt. Ja, bin echt gespannt, ob wir heute unser Auto bekommen. Oder ob wir unser Auto heute verkaufen können. Schauen wir einfach mal. Dachte mir zwar, ich soll da links runterfahren, aber das ist wieder diese Geländestrecke, die fahre ich nicht so gerne. So, da vorne auf jeden Fall raus.
1,3 Kilometer noch. Ja, wir sollen langsam auf den Hof fahren. Ihr könnt euch sicherlich denken, warum. Also da stand gerade Mosis ist offen. Jetzt bin ich hier extra hochgefahren und ich hoffe mal, jetzt ist hier auch einer. Achso, ich habe ja direkt vor der Tür geparkt, okay. Also wenn das jetzt eine Finte war, dass hier oben keiner ist, wäre natürlich mega doof, bin ich umsonst hier hochgefahren. Irgendwann wird da schon jemand einer dran gehen. In meinem Audi, Skirt, in meinem Audi, Ballett.
Tachchen. Na? Gehört die Sunrise? Was ist? Gehört die Sunrise? Nee, warum? Ja, weil gerade geschrieben worden ist, Sunrise ist offen. Wo ist Sunrise? Ist doch wo ganz anders. Sunrise ist doch in der Stadt. Nicht Sunrise, Dings ist, der Laden hier sollte offen sein. Ich bin doch Importeur, weißt du doch. Ja, ja. Bin der Importeur. Ja, die sagte nämlich gerade hier, das Ding ist offen. Sie machen Auge. Ne, ich will eigentlich zum Motorradl laden. Aber da ist keiner. Aber da ist natürlich jetzt auch keiner. Es ist wirklich zum Katzen hier. Ja, weil hier sollte jetzt nämlich auch einer sein, aber. Skrr, skrr, in meinem Audi, skrr, skrr. Ach, das Sunrise ist Tuning, ja. Oder? Sunrise ist Tuning, ja. Dann einmal Offroad. Entspann dich. Wir fahren mal wieder Flux. Zum PDM. Schauen wir noch mal. Und dann wissen wir, alle guten Dinge sind nicht drei. Ihr habt es mitbekommen, der Kollege, der wartet auch auf Hime, auf den Importeur. So, und jetzt da wieder auf die Autobahn. Jetzt wieder mit Schwung in die Stadt.
Schauen wir mal, ob da noch jemand ist. Der Blitzer ist auf jeden Fall da. Ja. Und wie das sollte wohl doch nichts. Und damit würde ich sagen, auch diese Folge ohne Auto. Damit, schau mit vor, Robin. Tschüss. Und ja, wir sehen uns dann demnächst wieder im Livestream oder. Tschüss.